Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Und wir haben heute eine Top 5 für euch vorbereitet. Vielleicht, bevor wir zum Thema der Top 5 kommen, normalerweise würde auch jeden Monat ein Würfelvlog online gestellt werden. Aufgrund der aktuellen Situation mit den Ausgangsbeschränkungen und der grundlegenden Einstellung, dass man die sozialen Kontakte runterfahren soll, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit, den Vlog zu produzieren, weil der Max als essentieller Teil einfach fehlt an der Stelle. Wir würden aber trotzdem gerne weiterhin Videos für euch produzieren und deshalb haben wir gedacht, naja, zumindest eine Top 5 können wir heute anbieten. Und zwar relativ passend zu dem Thema eigentlich, weil zumindest in den sozialen Medien das ein bisschen zumindest angesprochen wurde, jetzt gerade in letzter Zeit, geht es um das Thema Spiele, die man über Skype oder einen anderen Videochat einigermaßen gut spielen kann. Das heißt, was für Brettspiele gibt es, bei denen ich sozusagen auch dann spielen kann, wenn die Gruppe verteilt ist, jeder bei sich zu Hause sitzt und mir eben bloß irgendwie eine Videokonferenz zur Verfügung steht. Genau, uns ist natürlich bewusst, dass es verschiedene Simulatoren gibt am PC, Tabletop Simulator oder Board Game Arena oder auch Vessel Engine. Aber die haben doch alle eine gewisse zumindest Einstiegshürde und haben natürlich auch nur eine begrenzte Auswahl an Spielen, beziehungsweise man muss es erst anhand von Modulen zusammenbauen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir stellen euch jetzt mal ein paar Spiele vor, die auch vielleicht bekannter sind und die man relativ einfach über Videochat spielen kann. Genau, vielleicht vorneweg, weil theoretisch kann man ja jedes Spiel, fast jedes Spiel, irgendwie spielen, wenn genug Materialien verfügbar sind. Also ich habe versucht, Spiele zu wählen, bei denen man nur eine Kopie des Spiels braucht, also bei einem Spieler oder bei mehreren Spielern sozusagen vor Ort sind. Und ich habe versucht, mich auf Spiele zu konzentrieren, wo sozusagen es nicht notwendig ist, ganz viel Material die ganze Zeit geupdatet über das Video sozusagen zur Verfügung zu stellen. Weil natürlich kann ich theoretisch die Kamera aufs Spielfeld richten und ein Spieler übernimmt alles vor den Spielern und zeigt ihnen die Handkarten, aber es wird halt sehr unübersichtlich und vor allem auch sehr kompliziert einfach und es hängt dann an einem Spieler wahnsinnig viel. Das heißt, mein Versuch war wirklich Spiele zu finden, bei denen man möglichst wenig zeigen muss sozusagen, sondern es viel auf anderen Wegen funktioniert. Und wenn ich mal was zeige, dann ist es ein Bild, was sozusagen länger Konstanz hat. Auf meinem Platz 5 ist das Spiel Die unüblichen Verdächtigen. Ein Spiel, bei dem man als Team versucht, einen Täter zu überführen. Das Einzige, was man hat, sind Bilder, optische, also Zeichnungen von Personen. Und man versucht, basierend auf Vorurteilen oder irgendwelchen anderen Kriterien sozusagen, die Täter oder die Unschuldigen besser gesagt auszuschließen und dann auf den Täter zu schließen. Was ist notwendig? Ich brauche 12 Charakterbilder. Die kann ich einmal auslegen und abfotografieren. Eigentlich muss der Spieler, der sozusagen die Rolle kennt des Täters, noch eine extra Karte ziehen, die ihm dann sozusagen sagt, welcher dieser 12 Charaktere der Täter ist. Realistisch kann ich das jederzeit durch einen Randomizer ersetzen, den ich einfach online zur Verfügung habe. Das heißt, das brauche ich nicht. Das heißt, ich habe einmal faktisch ein Standbild von den 12 Charakteren, die ausliegen und es muss dann bestenfalls so weit geupdatet werden, dass man sozusagen die Karten immer abdeckt, die man sozusagen rausgeschmissen hat. Theoretisch kann es aber jeder für sich zu Hause machen, indem man einfach irgendeine Strichliste führt und die eben ausgeschlossenen Charaktere rausstreicht. Genau, oder man kann sie auch einfach so machen, dass man den Laptop einfach weiter wegstellt, dass sozusagen in der Mitte das Spielbrett ist und erst dahinter die Person. So habe ich jetzt den Aufbau mir vorgestellt. Auf meinem Platz 5 ist das Spiel, da ist es aber gar nicht mal so relevant, typisch Frau, typisch Mann. Da braucht man einfach nur, es gibt Karten, wo Fragen draufstehen, zum Beispiel, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, Stellen, an denen Frauen gerne massiert werden. Da müssen wir gleich lachen, weil wir dazu lustige Antworten schon hatten. Und dann schreibt halt jeder Spieler einfach auf seinen eigenen Zettel, welche 5 Antworten, die ihm am besten einfallen, also die Top 5 Antworten. Und am Ende gibt es noch so eine, wird dann verglichen mit den anderen und dann gibt es eine kompliziertere Punktwertung und am Ende gewinnt halt der am meisten Punkte hat. Man braucht im Endeffekt, braucht man nicht mal die Karten dazu, die im Spiel sind, weil sich theoretisch auch einfach jeder was ausdenken kann. Und jeder braucht einfach bloß einen Zettel vor sich, den man auch entweder sich vorher kopiert oder auch man einfach selber auf einen normalen Zettel und einen Block
schreibt. Genau, das stimmt. Also es reicht eigentlich, wenn jeder einen Stift und einen Block hat. Wobei man sich die Fragen nicht ausdenken muss. Ich meine, man zieht eine Karte und wählt dann eine von drei Fragen aus. Ich kann die Karte auch jemandem zeigen über einen Videochat und dann einfach sagen, wähl bitte eine der Fragen aus. Das ist nichts Geheimes in dem Sinne. Ja, und das Spiel ist sehr witzig. Also wir haben da immer regelmäßig sehr viel Spaß dran. Und ich glaube, dass da auch nichts über Chat oder so verloren geht von dem Spiel. Bestimmt. Mein Platz 4 war ich ein bisschen ab von Markus' Meinung. Ich habe ein Spiel, wo es gut ist, wenn sozusagen, oder eigentlich es notwendig ist, dass jeder ein Exemplar hat. Das ist dafür ein Spiel des Jahres, was eh vielleicht weit verbreitet ist. Es ist Dominion. Das ist ja einfach so, dass man dann zusammen die Decks, die Karten in der Mitte auslegt, von denen man sozusagen dann Karten für sein Deck kauft. Und ansonsten gibt es ja relativ wenig Interaktion zwischen den Spielern. Man sagt halt einfach, okay, ich kaufe mir jetzt das und ich kaufe mir das und die Interaktion hält sich ansonsten in Grenzen, also es ist fast 1:1, wie wenn ich jetzt mit jemandem spiele, der bei mir am Tisch sitzt. Du musst halt aufpassen, dass jeder Spieler die Kartenstapel angleicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir ein Dorf, dann müssen alle Spieler, die das aufgebaut haben bei sich zu Hause, eine Karte vom Dorf sozusagen weglegen, zurück in die Spielschachtel, weil es ja auch darauf ankommt, ob die Kartenstapel ausgehen irgendwann. Ja. Aber sonst, ich glaube, gerade im Basisspiel ist die Interaktion zwischen den Spielern so gering und es kommt auch nicht viel darauf aus, was sozusagen, es gibt keine Karten, die permanent ausliegen, glaube ich, im Basisspiel alleine. Auf meinem Platz 4 ist ein Spiel, was nur im Englischen erschienen ist, was sich aber problemlos ins Deutsche übersetzen oder eingliedern lässt, und zwar ist es Say Anything. Theoretisch könnte man auch an der Stelle vielleicht Nobody's Perfect nennen. Und zwar geht es einfach darum, dass ich auf Fragen möglichst gute, witzige Antworten finde und dann ein Spieler sozusagen diese Fragen sammelt, seinen persönlichen Favorite aus den Fragen auswählt und dann die anderen Spieler raten, was dieser einsammelnde Spieler sozusagen denn favorisiert hat von den Antworten. Das ganze Spiel ist vollkommen losgelöst von der räumlichen Komponente. Das heißt, ich habe einen Spieler, der stellt die Frage. Zum Beispiel, wenn du von irgendetwas eine Premium-Variante haben könntest, was wäre das? Und dann müssen einfach die Spieler möglichst schnell versuchen, Antworten zu geben. Und das kann man über einen Videochat problemlos machen, das kann man theoretisch sogar über irgendwelche Kommunikationsmedien wie WhatsApp oder ähnliches machen. Das heißt, man kann da echt schnell Infos einfach schicken und dann präsentiert ein Spieler eben alle Ergebnisse nochmal gesammelt, wählt für sich einen Favoriten aus und die anderen versuchen dann ihn einzuschätzen. Also meines Erachtens problemlos machbar, auch mit einer Kopie. Ja, auch ein bisschen einfacher als bei Nobody's Perfect. Bei Nobody's Perfect müsst ihr theoretisch alle gleichzeitig auf das Brett legen, auf was sie jetzt tippen. Aber es könnte man natürlich auch ähnlich lösen. Könnte man machen, wenn ein Spieler einfach zum Beispiel über WhatsApp oder über Chat einfach sozusagen die Antworten getrennt einsammelt, dann sehe ich ja auch nicht, was die anderen getippt haben. Auf meinem Platz 3 ist ein Spiel aus der Kategorie der Roll and Write, weil die Spiele eigentlich tatsächlich dafür prädestiniert sind. Ich brauche ja nur Würfel, die können bei einem Spieler liegen und dann brauche ich einen Spielerzettel pro Mitspieler, den man sich in den meisten Fällen auch online runterladen kann. Und ich habe mich jetzt für Welcome to Dino World entschieden. Das war ursprünglich ohnehin ein Print and Play. Das heißt, die Dateien müssten sogar noch online verfügbar sein. Und die Würfel, die ich dafür brauche, sind ganz normale W6. Auch das ist ein Vorteil, weil ich kann damit sogar sagen, hey, jeder kann eigene Würfel nehmen, weil realistisch normale sechsseitige Würfel sollte man als Spieler irgendwo zu Hause haben. Das heißt, ich kann das problemlos in der großen Gruppe auch spielen, weil es keine wirkliche große Interaktion zwischen den Spielern gibt. Jeder Spieler versucht, in diesem Roll and Write seinen eigenen Dino-Park aufzubauen, indem er basierend auf den Würfelergebnissen bestimmte Wege, Gehege oder Dinosaurier eben platziert, die dann aber auch nicht ausbrechen dürfen aus den Gehegen und bestimmten Bedingungen gelten müssen. Das heißt, das lässt sich meines Erachtens wunderbar auch über Skype beispielsweise lösen. Auf meinem Platz 3 ist ein kooperatives Spiel, eins der Klassiker, Pandemie. Ist es natürlich Pandemic? Was? Passend. Ja. Jokes on you. Jetzt hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. Kooperative Spiele bieten sich natürlich an, weil sozusagen alle Information halt offen ist und man im Normalfall viel darüber diskutiert, was man jetzt macht. Bei Pandemie würde sich eben das Anbieten in Aufbau, so wie ich vorher gesagt habe, also erst das Brett mit der Kamera drauf und dahinter dann die anderen Personen. Und am besten spielt man halt einfach mit offenen Karten, sodass jeder die Informationen hat von jedem anderen. Mhm. Und dann geht es ja einfach nur darum, gemeinschaftlich zu diskutieren, was denn die nächsten Schritte sind. Auf
meinem Platz 2 ist ein Spiel, was sehr textlastig ist und was hauptsächlich davon lebt, dass man viel vorliest, was es natürlich anbietet. Hast du wahrscheinlich meinen Platz 1, denke ich. Ja, ich dachte, mein Platz 2 ist Sherlock Holmes Consulting Detail. Okay, dann habe ich, hast du nicht meinen Platz 1. Genau, also es ist ein Kriminalfall in dem Sinne und es geht einfach nur eigentlich nur darum, dass man eben eine Geschichte liest, einen Kriminalfall, und dann hat man verschiedene Anlaufstellen, wo man hin muss, und die sind wieder abgebildet mit Texten. Also es muss halt einfach ein Mensch diese Text in der Hand haben und es vorlesen. Es gibt noch ein Telefonbuch. Klar, das kann dann nur sozusagen eine Partie machen, in diesem Buch und in den Zeitschriftenblättern. Aber im Prinzip ansonsten, die anderen Informationen sind natürlich für alle offen und es geht darum, einfach einen gemeinschaftlichen Fall zu lösen. Auch da wieder, ich würde sagen, gerade weil die Zeitschriften sind jetzt nicht sonderlich lang, kann man Fotos davon schießen im Notfall. Ich meine, ja, das. Natürlich bitte, wenn wir jetzt sagen, Fotos schießen, Copyright soll natürlich weiter beachtet werden und es das heißt, bitte nachher wieder löschen entsprechend. Aber für den Fall könnte man darüber, gerade wenn es sich um wenig Textdokumente handelt, natürlich das auch an andere Spieler auslagern, auf die eine oder andere Weise. Auf meinem Platz 2 ist ein Spiel, bei dem man auch wieder tatsächlich Material an allen Stellen benötigt, aber Material, was eigentlich jeder zu Hause hat. Und zwar sind es Würfel, und zwar geht es um das Spiel Bluff. Bei Bluff geht es ja darum, dass ich sozusagen einen Würfelbecher habe, ich würfel im Geheimen und dann sage ich an, wie viele zum Beispiel Ergebnisse einer Zahl, zum Beispiel sagen wir mal, wie viele Dreien es insgesamt in der gesamten Gruppe meiner Meinung nach geben wird. Und die anderen Spieler versuchen dann reihum mich immer zu überbieten, entweder in der Anzahl oder in der Höhe der Zahl. Und bis ein Spieler sozusagen das Gebot des vorherigen Spielers nicht mehr glaubt. Faktisch brauche ich 6-seitige Würfel. Ja, bei Bluff ist die 6 durch einen Joker-Stern ersetzt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder in der Lage ist, wenn er normale 6-seitige Würfel hat, den 6er als Joker zu identifizieren. Und ansonsten brauche ich nichts anderes. Das Spielbrett ist nur dafür da, um zu zeigen, wie hoch ist das aktuelle Gebot. Das folgt aber einer absolut logischen, aufsteigenden Regel. Das heißt, theoretisch brauche ich dieses Spielbrett gar nicht. Und selbst wenn, ein Foto davon tut es, dass es jeder gut nachvollziehen kann, bei welchem Gebot wir gerade sind. Das heißt, das Einzige, was ich brauche, sind Würfel, und zwar, ich glaube, 5 oder 6 Würfel pro Spieler, je nach Spielerzahl, pro Mitspieler. Und wenn man jetzt wirklich keine 5 oder 6 6-seitigen Würfel zu Hause hat, kann man sogar irgendeine App verwenden, die einfach das Ganze simuliert. Das heißt, auch da ist es möglich. Und Bluff macht wahnsinnig viel Spaß. Du hast ja schon zu Beginn gesagt, es gibt so Spiele, die halt sozusagen, wo es eigentlich gar nicht darauf ankommt, dass man wirklich nebeneinander sitzt, sondern wo man auch einfach durch die Kommunikation, auch wenn sie entfernt voneinander stattfindet, wahnsinnig viel Spaß haben kann. Ich glaube, bei Bluff funktioniert es ganz genauso. So, und auf meinem Platz 1 ist jetzt ein Spiel, wo auch sehr viel gelesen wird. Und zwar ist es Legacy of Dragonhold. Leider nur im Englischen erschienen. Es ist ein Rollenspiel, bei dem man eine Kampagne eigentlich spielt, oder in der Regel spielen sollte. Man kann es auch einzeln spielen, aber es ist eine zusammenhängende Geschichte. Die Spieler haben Charaktere, allerdings wird sehr viel sozusagen über die Entscheidungen, die Charaktere mal getroffen haben, später bewirkt. Das heißt, man muss jetzt nicht groß wie bei einem typischen Pen and Paper die ganze Zeit würfeln oder ähnliches, um Erfolge zu erzielen oder eben Misserfolge. Es ist viel Lesarbeit. Normalerweise kann man sich das natürlich wunderbar aufteilen, wenn man in einer großen Runde zusammen sitzt. So bleibt es natürlich bei dem Spieler oder bei den Spielern hängen, die eben das Spiel besitzen. Aber ich denke, wenn das kein Problem ist für die Vorlesenden oder eben die, die zuhören, dann lässt sich das Spiel wunderbar spielen, weil es halt wirklich so eine Art, ja, Geschichtenerzählspiel ist und wo man gemeinsam ein Fantasy-Abenteuer erleben kann. Mein Platz 1 schließt quasi nahtlos an meinem Platz 2 an, an Sherlock Holmes Detective, Consulting Detectives. Es ist quasi eine etwas modernere Variante, wenn man so will. Denn ich habe auf meinem Platz 1 Chronicles of Crime. Es geht auch wieder darum, dass wir gemeinsam Mordfälle oder Kriminalfälle lösen. Hier haben wir jetzt ein Brett mit verschiedenen Orten, die wir besuchen können und mit verschiedenen Leuten, die wir sprechen müssen. Und das Ganze funktioniert über eine App. Also jeder Ort und jede Person hat einen QR-Code, den man mit der App scannt und dann kommt eben Text. Und auch hier wieder muss halt einfach dann vorgelesen werden, den Leuten, die nicht da sind. Und dann geht es auch einfach wieder nur darum zu diskutieren, wo gehe ich als nächstes hin und wem spreche ich als nächstes. Einziger kleiner Nachteil, es gibt sozusagen so ein VR, Virtual Reality Moment, wo man sozusagen den Tatort anschauen kann im Handy. Das kann natürlich nur derjenige machen, der das Spiel dann vor Ort hat.
aber das ist wirklich ein geringer Teil des Spiels, also wirklich nur ein ganz kleiner Teil, dass ich sagen würde, es ist immer noch ein sehr lohnendes Erlebnis, auch über Videochat oder Skype. Also realistisch, wir haben jetzt sehr viele Fälle gespielt. In den meisten Fällen ist es 1 bis 2 Orte, die man sich anschaut, manchmal tatsächlich nur ein Ort. Und da es Zeit kostet, also In-Game-Time, schaut sich in der Regel eh nur ein Charakter an. Das heißt, ja, es ist natürlich in dem Fall immer der Spieler, der das Spiel besitzt. Und man kann nicht durchwechseln, aber es ist wirklich eine Kleinigkeit an der Stelle. Und nichts Großes, wie du richtig sagst. So, das waren unsere persönlichen Top 5. Ich glaube, wir hatten keine Übereinstimmung. Nein. Das heißt, es waren sogar 10 Spiele insgesamt wirklich, von denen wir der Meinung sind, dass man sie wirklich gut und gekonnt über Videochat, wie zum Beispiel Skype, spielen kann. Du hast schon angesprochen, es gibt viele andere Methoden inzwischen natürlich, um Brettspiele auch zu spielen. Gerade wenn man eben jetzt nicht die große Spielergruppe eh schon zu Hause hat. Entsprechend finde ich es wirklich schön, dass es die Möglichkeiten gibt heutzutage, dem Hobby auch weiter nachgehen zu können, wenn es eben eine räumliche Trennung zumindest auf Zeit jetzt erstmal gibt. Und ja, wenn ihr noch irgendwie Ideen habt oder wenn ihr bestimmte Favoriten habt, eine Plattform, die ihr präferiert oder andere Spiele, die ihr gern per Videochat spielt, dann lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.